Einen wunderschönen guten Tag, da ist er wieder. Ja, unverhofft. Schöne Wetter genießen, sag ich mal, am Wasser. War jetzt so nicht geplant, war heute mal spontan. Ja, ich sag mal, probieren, ob wir einen Aal bei Vollmond verhaften können. Also ich sitze an meinem Hausgewässer, aber diesmal an eine komplett andere Stelle. War ich noch nie. In der Hoffnung, dass der Mond hinter den Bäumen bleibt. Also dass er hier auf die Ecke nicht ganz so dolle scheint. Also ein bisschen Schattierplätzchen gesucht, sag ich mal. Ich hoffe, dass das auch funktioniert, so wie ich mir das denke. Weil Vollmond ist ja immer nicht ganz einfach. Und zumindest nicht im See, wo ziemlich klar das Wasser ist. Also ich habe hier eine geschätzte Tiefe von 8 bis 9 Meter. Kann hier auch nur, ich sag mal, 10 Meter kann ich reinlaufen, muss reinlaufen, weil ich hier auch wieder Bäume über mir habe. Und hoffe, dass es dann hier nicht ganz so hell wird in der Nacht. Sobald ich merke, dass der Mond doch ein bisschen aufs Wasser scheint, werde ich die Routen definitiv genau hinter der Kante holen. Also so 10, 12 Meter und dann jetzt steil runter auf 8 Meter. Und da werde ich dann die Routen postieren, die Köderfische, in der Hoffnung, dass da unten einer vorbeimarschiert. Das ist so der Plan. Wie gesagt, viele Hoffnung habe ich nicht, aber man kann auch mal Glück haben, wa? Jo, das war jetzt erstmal soweit. Ihr seht, alles aufgebaut, war auch schon eine schöne Tortur, weil du hast hier so einen kleinen Abhang, den du runter musst. Kommst du zum Teil mit der Karre auch nicht klar, aber gut. Wir sitzen jetzt erstmal hier, ich weiß noch nicht wie lange, also es werden definitiv, denke ich mal, 2 oder 3 Nächte werden. Und Telefon ruft, aber egal. 2, 3 Nächte werden es werden. Und dann gucken wir mal, vielleicht kann man hier auch noch was anderes außer einen Aal verhaften. Also die Zander ärgern mich ja hier jetzt in dem See 7 Jahre. Also 2 Stück habe ich hier bekommen, 2 schöne. Bisse hatte ich nachts öfters mal, aber ja, kann man nicht ändern. Wenn man den Leere haut, haut man den Leere. Oder wenn er ausspuckt, spuckt er eben aus. Ist bei Köderfisch also keine Seltenheit. Das Problem ist eigentlich immer, wenn du auf Aal angelst, haust du ja auch nicht gleich an. Was man ja bei Zander machen kann, sobald er ihn nimmt. Da muss aber dann die Hakenmontage auch ein bisschen anders sein. Und das kann man bei Aal dann eben nicht so machen. Da kann man nur hoffen, dass, wenn dann Zander rufiert, der auch hängen bleibt. So, das so viel zur Einleitung. Wie gesagt, häuslich eingerichtet, alles gut. Und dann sehen wir uns nachher, hoffe ich. Irgendwie, wie gesagt, also Filmchen kommt trotzdem, egal was hier passiert, auch wenn kein Fisch bei ist. Ich sag's nur vorher. Tschüss, tschüss. So, jetzt nochmal die Erklärung, was ich vorhin meinte, damit das auch alle wirklich verstehen. Also, hier ist der Haken, das ist ein 1er, die Ködernadel. Ich muss aufpassen, dass ich das Vorfach nicht durchschneide. So. Wenn ich dann Fetzenköder angel, ich biete auch immer ein bisschen Größe an. Ich schneide bei den toten Köderfisch eigentlich den Kopf ab. Ist also altbewährt dasselbe, bloß der Haken ist nachher ein kleiner Unterschied. So, jetzt geht wieder hier eine Wirbelsäule lang, komm hinten nicht ganz so weit am Schwanz raus, ein Stück vorher. Ja, das sollte ich auch zeigen. So. Dann kommt wieder Schlaufe vom Vorfach in die Löse von der Ködernadel, dann ziehen wir das wieder durch. So, und dann wird der Haken hier eigentlich versenkt. So, bei Aal mache ich das eigentlich immer so, dass der Haken anliegend ist. Weil der Haken greift auch, wenn der Aal frisst. Also er geht dann hier rüber und dann bleibt der Haken auch beim Anhauen im Vorfach hängen. Bei Zander, bin jetzt ein bisschen tief gegangen, würde ich den Haken immer so hochstehend lassen. Also müsste ich hier oben noch ein bisschen weiter oben rein, dass der Haken wirklich hier oben, ich sag mal so 5 mm
drüber steht. Und dann wirklich gerade reinmachen, dass es wirklich so aussieht. Weil beim Zander kannst du dann gleich anhauen. Wie gesagt, wenn du jetzt nur auf Zander gehst, ist das die effektivste Sache. Und wenn du auf Aal gehst, dann legst du den einfach so ran und dann wartet schon. Man kann auch ein bisschen weiter hinter abschneiden. Wie gesagt, da ich ja auf Aal aus bin und nicht auf Zander, mache ich das so. Natürlich werde ich, wenn ich Glück habe, viel Bisse haben, wie immer. Aber mein Gott, da ist Angeln, dafür sind wir da. Das war soweit. So, jetzt kommt das wieder ran und dann geht das wieder so auf 6 Meter Tiefe. Gut, alles klar. Bis nachher. Tschüss, tschüss. Morgen. Ja, kurzer Zwischenstand. 2 Nächte. Wind 1. 2. Ist jetzt der dritte Tag. Aber was soll ich sagen? Gar nichts. Sie wollen einfach nicht. Also ich vermute mal, dass es nicht zu warm ist, weil ich eigentlich bei den Temperaturen eigentlich meistens gute Erfahrungen gemacht habe, dass sie auch tagsüber laufen. Ja, wie gesagt, war auch immer anstrengend, alle 2 bis 3 Stunden Köderfische gewechselt. Ja, wie gesagt, ich hatte jetzt die Strategie noch mal ein bisschen geändert. Eine wirklich weit draußen, also so in 8 Meter, 9 Meter. Und die andere Köderfischroute habe ich jetzt genau hinter der Kante gelegt, da ist ungefähr 5, 6 Meter. Ich hatte erst einmal mit der Pose ein bisschen gelotet, um das nochmal zu kontrollieren, ob ich richtig liege. Ja, schwierig. Aber gut, kann man nicht ändern, ist Angeln. Eine Nacht ist noch, also ich werde morgen früh auch, denke ich mal, weil sehr, sehr zeitig einpacken. Und dann werden wir sehen, ich denke mal um 4 Uhr, bevor kurz, wenn es hell wird. Und dann, damit ich nicht in der Hitze das machen muss. Gut, sehen wir uns nachher hoffentlich. Ich probiere weiter.
Morgen. Ist zwar nicht Zielfisch, aber der erste Fisch seit 3 Nächten. In der 3. Nacht wieder mal so einen kleinen Süßen. Voilà. Da ist er. Also ist jetzt schon der 2. an diesem See. Der ist so ja größer als der letzte. Tja. Also scheint hier doch ein bisschen mehr drin zu sein. Da ist er. Ich mache gleich noch mal ein Foto und dann alles gut. Ich würde sagen, naja, Köderfisch ran und dann geht's los. Apropos, Plötze, Blutleberspray. War jetzt meine letzte Option. Gut, bis nachher. Ich hoffe, das klingelt noch mal. Gut, tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, ich schwitze schon. Wir haben es jetzt 5 Uhr. Heute muss ich mal ein bisschen früher einpacken, da familielle Verpflichtungen das erfordern. Ja, kurzes Fazit von den 3 Nächten, also sehr dünn. Gott sei Dank nicht geschneidert, muss ich jetzt mal sagen. So wie ich es am Anfang des Films gesagt habe, auch wenn ich schneide, kommt ein Film. Also es kommt einer. Ja, heute Morgen um 2:30 hat dann nochmal ein Wels gebissen. Wie ich schon sagte, ich habe den Köderfisch gepimpt mit Leberspray. Lag auch, war gerade frisch gewechselt, lag, ich sag mal, so eine Dreiviertelstunde im Wasser. Und dann piepte das. Dann dachte ich schon, schöner Aal. Könnte Aal sein, so wie er gelaufen ist. Aber Irrtum. Als ich angehauen habe, habe ich erst in Leber gehauen. Und dann habe ich gesehen, wie er am Ufer war. Ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal. Die 35 Grad im Schatten scheinen wohl dem Fisch auch nicht so zu gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich denke, das ist der neue See. Wo ich noch nicht war, wird wieder interessant. Wahrscheinlich, vielleicht, Posenangeln. Muss ich erst mal gucken, wie die vor Ort die Bedingungen sind. Und dann geht's los. Nächster Part, würde ich sagen. Die Saison ist nicht mehr lange. Wir haben jetzt August, September. Bis Mitte Oktober, wenn es warm ist, vielleicht noch Ende Oktober und dann ist Schluss, würde ich sagen. Zumindest im See, weil die Seen doch relativ abkühlen und die Jungs dann auch ein bisschen in den Winterschlaf gehen.